Nein, überwiegt natürlich ganz klar der Stolz. Vor allen Dingen, wenn du 3-0 hinten bist nach dem Spiel, das ist ein Pokalspiel. Jeder weiß, dass du eigentlich dann nicht mehr so viele Chancen hast, um ranzukommen. Und wir spielen 40 Minuten unfassbar guten Fußball. Geile Intensität vor den Jungs. Und da muss man wirklich alle Jungs loben, die gespielt haben. Und wirklich sind aus der Halbzeit rausgekommen. Und hat jeder nochmal daran geglaubt, dass wir eine Chance haben. Und wir haben es wirklich bis zum Ende offen gehalten. Und da muss man einfach ein ganz großes Kompliment an die Jungs machen. Alle von 1 bis 11 und von den Jungs, die eingewechselt worden sind, weil jeder auch nochmal daran geglaubt hat, nochmal zurückzukommen. Und es war echt ein gutes Spiel nochmal, gerade in der zweiten Halbzeit, aber wurde leider nicht belohnt. Ja, ich glaube, der Schütz ist dann schon relativ cool und locker. Sind wir eigentlich so gewohnt von dem Jungen und belohnen uns eigentlich. Hätten auch nochmal die ein oder andere Aktion gehabt, wo wir einen Abschluss gehabt hätten und ein Tor rausbekommen können. Ich denke so gerade am Ende, die zwei Flanken von außen, wo wir zum Kopfball kommen und einfach dafür nicht belohnt werden. Und Elverwang war drin, macht er ganz sicher und locker. Und das ist ja gutes Ding von dem Jungen gewesen.